Hallo zusammen, ich hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder eine weitere Folge von meiner kleinen Videoserie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und wir waren wieder fleißig im Black Market unterwegs und jetzt seit längerem habe ich mal wieder was gewonnen. Und das möchte ich euch mal zeigen. Und zwar hinter mir haben wir schon den Postkasten. Und dort befindet sich ein schickes T3-Stück. Und das ist nämlich das Druid T3 aus Nax Ramas 40 Mann aus Classic. Das kann man leider nicht mehr kriegen. Ich hatte mir ja vor einem Monat, 2 Monaten, ich weiß gar nicht mehr, schon die Hände geholt. Jetzt tatsächlich die Handgelenke. Ich brauche noch ein paar mehr Teile. Also ich bin noch weit weg vom vollen Set. Und diesmal haben wir doch eine beträchtliche Summe ausgegeben. Und zwar 420.900 Gold. Ist eigentlich mehr, als was ich für die T3-Teile an sich ausgeben wollen würde. Vor allem die Handgelenke sind jetzt eher ein kleineres Teil, was eigentlich günstig ist. Das Problem, was ich jetzt so ein bisschen habe, mit der Änderung, die mit dem Shadowlands Pre-Patch live gekommen ist, dass man quasi nur noch Items mit Max-Level-Chars kaufen kann, ist diese ganze Industrie ja weggebrochen mit, hol mir irgendein Item auf einem anderen Server, erstelle mir da einen Test-Char, was im Moment auch irgendwie nicht geht, und guck, dass ich mir das da günstig hole. Das funktioniert alles nicht. Heißt, ich kann nur noch auf meinem eigenen Server, wo ich einen Max-Level-Char gelevelt habe, die Sachen holen. Dementsprechend ist der Pool wesentlich geringer geworden an Servern, wo ich Items kriegen kann. Und leider habe ich die meisten Chars auf sehr vollen Servern, wie hier zum Beispiel. Da sind wir auf Blackmoor. Und da gehen die Sachen immer extrem hoch. Da kann ich ja mich ja fast schon glücklich schätzen, dass ich für 400k das Ding gekriegt habe. Eigentlich wollte ich die T3-Teile für, ja, sagen wir 200k, 250k pro Stück kaufen. Vielleicht mal die Brust oder der Kopf, Schultern für 300, 400k. Jetzt habe ich Handgelenke für 420k. Naja, glücklich macht es mich nicht. Ich sage mal so, die hätte man bestimmt auch irgendwie günstiger kriegen können, wenn man schon früher angefangen hat, bevor diese Shadowlands Restrictions gekommen sind. Aber jetzt haben wir sie für 120k. Und ja, wieder ein Ding weg. Jetzt brauche ich noch einige andere Dinge. Ich glaube, 8 Items hat das Set insgesamt. 2 haben wir jetzt insgesamt schon. Und ja, da wird noch einiges an Gold für rausfliegen. Wie gesagt, ich muss mich jetzt aber leider halt auf ein bisschen weniger Server begrenzen und dementsprechend wird es wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Ich kann euch eine kleine Story erzählen. Auch hier auf Blackmoor vor ein paar Tagen war ein Hemd drin, was ich noch gebraucht habe. Und das ist ohne Scheiß für 16k weggegangen, weil ich dann zu spät von der Arbeit gekommen bin. Und dann war es leider schon raus. Alle anderen Items waren noch drin, nur dieses Hemd war schon draußen. Und ich habe mich so geärgert, weil das im Normalfall für ein paar hundert K rausgeht. Dann ist das für 16k rausgegangen und ich konnte nicht mehr drauf bieten. Das hat mich dezent geärgert. Aber naja, jetzt haben wir die Handgelenke. So, wir wollen uns aber noch was anderes kaufen. Und zwar bin ich jetzt mal auf dem Main hier rüber geswitcht. Eine Geschichte, die ich ganz gerne haben wollen würde, sind hier diese Augen. Und zwar Auge eines Dunstschuppen-Basilisken heißen die. Und wo kriegt man die her? Die kriegt man in, ja, hier in Terrorcar von Basilisken her, ne? Klingt komisch, ist aber so. Und für was brauche ich die? Naja. Es gibt ja zwei Fraktionen in der Scherbenwelt, beziehungsweise um genau zu sein, in Shattra, die Seher und die Aldor. Ja? Und diese Fraktionen, da kann man sich nur eine aussuchen. Und das Problem ist, wenn man jetzt eine Fraktion sich ausgesucht hat, dann ist man bei der anderen auf Hass erfüllt und muss dieses halt wieder hochboxen, wenn man die andere haben will. Klingt jetzt nicht schwierig, ist es im Endeffekt auch nicht, wenn man einen großen Geldbeutel hat oder sehr, sehr viel Zeit. Man muss nämlich verschiedene Mats holen, wenn man von den Aldor auf die Seher. Ich weiß gar nicht, wie rum ich jetzt gerade switchen will. Auf jeden Fall will ich zu anderen switchen. Ich glaube, ich will wieder zu den Sehern zurück switchen, weil ich im Moment die Aldor, meine ich, oben habe. Und dementsprechend muss ich mir diese blöden, genau, ich habe die Aldor oben, will die Seher wieder switchen. Wegen der Questgeschichte kann ich gleich nochmal erklären. Ich habe nämlich ursprünglich in Classic, war ich bei den Aldor mit dem Main und habe den Switch auf die Seher gemacht, was sehr viel Zeit und oder Gold kostet. Werden wir gleich nochmal gucken, dass wir uns ein paar von den Augen kaufen. Ich habe nämlich einige gefarmt, die werden wir jetzt kaufen. Dann bin ich, also habe diese lange Reise gemacht von den Aldor auf die Seher. Dann habe ich, war ich bei den Sehern und habe wegen dem Schmiederezept, was ich noch gebraucht habe, bin wieder zu den Aldor zurück und habe diese Reise nochmal auf mich genommen und habe das alles selber gefarmt. Das war irgend so eine Spinnenseide oder so. Ich weiß nicht, wie viele Stunden, also ich habe da x Tage, habe ich da wirklich diese Spinnen umgeklopft. Das dauert wirklich richtig lang, das könnt ihr mir glauben.
Und jetzt bin ich drauf gekommen, ich habe zwar alle Rezepte und die Transmogs und so von beiden Fraktionen, das ist, da habe ich angefangen, hier Quests zu sammeln. Ihr seht jetzt zum Beispiel hier, sind jetzt noch die restlichen Quests, die mir fehlen. Das sind nicht mehr viele, ne, von allen Quests, die es in-game gibt. Und unter anderem sind da ein paar Seher-Dinger drin. Und ich möchte die halt mit dem Main machen, weil ich den Counter hochmachen will. Hinterfragt es einfach nicht. Ja, da gibt es ein Account, ein Ranking, wie hoch man quasi ist bei den einzelnen Questgeschichten auf dem Char beschränkt. Und das möchte ich halt hochtreiben. Deswegen muss ich jetzt wieder zurück zu den Seern. Also das dritte Mal diese große Reise auf mich nehmen. Und ich habe mir jetzt schon einige Augen selber gefarmt. Das sind jetzt insgesamt 910. Ein paar wurden mir auch geschenkt. Da nochmal Grüße raus und vielen Dank. Und ja, die restlichen muss ich mir jetzt kaufen. Man braucht. So, wie jetzt können wir mal hier rechnen. Man braucht 36.000 Ruf hat man, dann hat man 3.000 plus 3.000 müssten 42.000 sein, genau. Man kriegt für eine Abgabe geteilt durch 250, also brauche ich 168 mal Augen, muss ich abgeben, aber nicht ein Auge, sondern es sind immer 8, deswegen brauche ich 1.344 Augen. So, jetzt war mein ursprünglicher Plan, das Ganze zu machen, wenn das Burning Crusade Event ist, ne? Also Time Walker Burning Crusade, das sollte ja so ein Switch kommen. Jetzt kommt, jetzt haben die aber das Event verschoben. Das sollte jetzt eigentlich hier um den Dreh irgendwann mal kommen. Das haben die jetzt blöderweise irgendwie um einen Monat verschoben und ich habe ehrlich gesagt jetzt keinen Bock, noch einen Monat zu warten. Deswegen werde ich mir die restlichen Augen jetzt kaufen. Bei den Burning Crusade Events hätte halt 50% Rufbuff für Burning Crusade Fraktionen gegeben. Deswegen, dann hätte ich schon genug Augen zusammen gehabt. Aber ja, anscheinend haben sie es verschoben und ich schätze mal, dass bis dahin schon Shadowlands rauskommen wird und dann werde ich nicht mehr mit den Quest-Sachen rummachen. Deswegen kaufe ich mir den Rest jetzt, weil ich echt keinen Bock mehr habe, die zu farmen. Es dauert nämlich, um ein paar Augen zusammenzukriegen, farmst du halt schon echt ein bisschen. Und ja, jetzt habe ich keine Lust mehr. Wir kaufen uns jetzt die restlichen. Wir hatten gesagt, dass wir 1400, was haben wir gesagt? 1344 und ich habe jetzt 910, also minus 910. Ich muss mir 434 Augen kaufen und im Moment sind sie für einen halbwegs okayen Preis drin. Die waren jetzt die letzten Wochen, ich habe immer mal wieder geguckt, waren sie für 250 Gold pro Stück drin. Ja? Jetzt sind sie für 72 Gold drin. Das halte ich für einen fairen Preis. 443, 443. Heißt, ich müsste jetzt noch 31.600 Gold zahlen. Das ist eine Geschichte, wo ich sage, okay, kann man vertreten. Wir kaufen uns jetzt die Scheißaugen. Ich werde mir das Zeug nicht mehr farmen. Ich habe echt keinen Nerv mehr. Ich bin da jetzt echt lang rumgeflogen. Und dann werden wir das einfach jetzt alles einlösen. Ich kann euch mal zeigen, wo man das dann machen kann. Aber wir werden jetzt nicht alle in der Aufnahme hier abgeben, weil ich schätze mal, da kann ich ein bisschen klicken tatsächlich. So, wir haben jetzt genau 1344 und ja, mir ist durchaus bewusst, dass ich durch den Dunkelmond-Jahrmarkt, der in etwa einer Woche ist, 10% weniger Augen gebraucht hätte. Aber ich will das Ding jetzt machen, ja, und es fertig kriegen. Dementsprechend scheiße ich auf die 10%, kaufe mir jetzt die paar Augen und fertig ist. Wo die Dinger noch bei 250 Gold lagen und ich noch kaum welche habe, da wäre der Preis auf bei 200, 300.000 Gold gelegen. Für den Switch, da dachte ich mir dann schon, okay, soll ich mir das kaufen? Deswegen habe ich angefangen, die zu farmen, aber jetzt bei 72 ist zwar immer noch viel für ein Auge, das du einfach umhauen kannst, wenn du ein Low-Level oder einfach bekommst, wenn du einen Low-Level-Mob umhaust, aber es ist halt doch ein Zeitinvestment. Genau, wo man sie umtauschen kann, ist bei ihr hier. Und ja, geht mal her, zack, Basiliskenauge und dann kann ich es einlösen und dann kriege ich quasi. Plus Ruf bei den Sehern und Minus Ruf bei den Aldern, ne? Und das kann ich jetzt halt ein paar hundert Mal machen, bis ich dementsprechend den Ruf auf neutral habe. Und sobald ich auf neutral bin, kann ich dann mit den normalen Rufsachen weiterbasteln. Das sind die Folianten und diese Mal von Sagaras und solche. Ne, bei den Sehern sind es. Wie heißt denn bei den Sehern? Das sind es nicht die Mal von Sagaras. Da hast du irgendwie so komische Ringe, ja? Die kannst du abgeben, genau. Und die Folianten. Und dementsprechend werde ich dann wieder hochbasteln und kann meine Quest hoffentlich machen und dann sind wir durch. Gut. Das so als kleinen Kontext, warum ich mir jetzt die Augen gekauft habe. Auch ein bisschen gewastetes Gold im Kontext, vor allem, dass ich jetzt x-mal hin und her geswitcht bin. Hätte man die ganzen Sammelsachen vorher gewusst, dass man sie machen will, dann hätte man sich einiges vielleicht an Gold sparen können. Habe ich jetzt Lehrgeld gezahlt, vielleicht für den einen oder anderen, der überlegt, okay, ich will jetzt vielleicht mal eine Sammelgeschichte einsteigen. Überlegt mal so ein bisschen weiter, okay, wenn ich jetzt mal vielleicht alles sammeln will.
was für Sachen würden sich quasi an Synergien ergeben, was man dann mit einmal mitnehmen kann, vor allem jetzt im Hintergrund auf solche Rufswitch-Geschichten, die können halt dann schnell teuer werden und dementsprechend, wenn man sich das vorher überlegt, kann man sich ein bisschen was sparen. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen, ja, an der Stelle. Gut, das war's mit dem kleinen Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne in der nächsten Folge wieder. Ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.